Das Objekt müsste das Ziel in 5 Sekunden erreicht haben. 4, 3, 2, 1. Das Objekt müsste nur mehr das Target auf Abydos passiert haben. Und was jetzt? Jetzt warten wir. Wenn Daniel noch da ist, weiß er, was die Nachricht bedeutet. Wenn es den Außerirdischen in die Hände fällt? Tja, möglicherweise putzen sie sich gerade die Nasen. Aber vielleicht planen sie auch einen Angriff. Ach wirklich, Samuels, überlassen Sie mir die Rolle des Zynikers, okay? Egal, was passiert, eins wollte ich noch loswerden. Es war eine Ehre, unter Ihnen zu dienen. Sir. Na schön. Ich hätte da noch eine Frage, aber es fällt mir nicht leicht. Wir sind doch Freunde. Wenn Sie es nicht überstehen, kriege ich dann Ihre Stereoanlage? Ihr werdet staunen. Kommt mit. Es tut mir leid. Wie ich schon sagte, kannst du dich so meinem Volk nicht zeigen. Und was soll das heißen? Ich glaube, Sie sollten tun, was er verlangt. Für Anthropologen ist das normal. Sie kleiden sich und leben wie die Völker, die sie studieren. Naja, ich bin keine Anthropologin. Oh, heute schon. Also, ich brauche jemanden, der dem General Bericht erstattet, und das sind Sie. Nein, Sir. Nein, Sir? Steht auf meiner Uniform nicht irgendwo Colonel? Halt! Hey, wie geht's denn so? Wir würden gern noch ein bisschen bleiben, aber irgend so ein gehirnamputierter Psychopath wollte meinen Kumpel hier sterben lassen. Deswegen hauen wir ab. Oh. Vergessen wir mal das Letzte, weil es den Ausgangspunkt kennzeichnet. Dann bleiben noch 3 übrig, mit denen wir was anfangen können. Captain Carters Computer haben bis jetzt aus der Kartusche von Abydos erst einen Satz Symbole isoliert, der diese 3 Hieroglyphen enthält. Darf ich mal raten? Das ist unser Bestimmungsort. Ausgezeichnet, Colonel. Danke, Sir. Ich bin ziemlich berühmt für meine logischen Schlussfolgerungen. Was war das? Irgendeine Erklärung? Irgendwelche Theorien? Vorstellungen? Gar nichts? Wir sind keine Goa'uld. Er schleppte einen mit sich rum, aber der hat nicht allzu viel zu melden. Ihr wusstet, dass euch die Todesstrafe droht, wenn ihr hierher kommen würdet. Hören Sie, ich bin Colonel Jack O'Neill von der Erde. Und wenn ich richtig informiert bin, waren Sie selbst dort für eure Verbrechen an denjenigen, die ihr ermordet und versklavt habt, werdet ihr zum Tode verurteilt. Hören Sie, wir sind hier, um mit Ihnen zu reden. Das ist euer Gefängnis. Eure Technik wird hier nicht funktionieren. Es gibt keine Luxusgüter, keine Jaffas, keine Sklaven, die eure Befehle... Ich glaube, wir haben nur den Anrufbeantworter erwischt. Nur das... Unas der Erste ist tot. Na schön, ich hab nichts dagegen. Komm jetzt. Sie scheinen ja vollkommen besessen von diesem Film zu sein. Das ist die Kopie eines Films über Experimente, die 1945 am Stargate durchgeführt wurden. Ist das nicht faszinierend? Oh, doch, doch. Nichts begeistert mich mehr als eine hübsche Pannenserie. Ist das zu fassen? Die drehen das Tor mechanisch. Einfach unglaublich. Wie oft haben Sie sich diese Aufzeichnungen schon angesehen? In der Akte gibt es keinen Abschlussbericht, keine Wertung, keine... Erklärung, warum Sie damals aufgeben mussten. Tja, wahrscheinlich fehlt da noch kistenweise Material. Nein, das Pentagon sagt, das wäre alles. Ich bitte Sie, das Pentagon hat schon ganze Länder verloren. In der ägyptischen Mythologie war Hathor sowohl die Tochter als auch die Gattin von Ra, bis Ra sie angeblich missbraucht hat. Wir sind nicht missbraucht worden. Natürlich nicht, ich wollte nicht respektlos sein. Wir sind die Mutter aller Pharaonen. Aber natürlich sind wir das. General... Wollen wir nicht in der psychiatrischen Anstalt anrufen? Vielleicht haben die eine hübsche kleine Gummizelle für unsere Lady. Wie konntest du diese Hassack mitbringen?
Hey, hey, hey! Wen nennst du hier Hassig? Was ist ein Hassig? Ich verstehe das mit dem schwarzen Loch immer noch nicht. Oh, dieses schwarze Loch ist ein wirklich großes Ding. Es ist... im Grunde genommen ist es ein mächtiges Loch. Da draußen. Verstehe. Das funktioniert folgendermaßen. Alles wird davon aufgesaugt. Selbst das Licht. Deswegen kann man es nicht sehen. Saugt einfach alles auf. Danke. Schon gut. Ich verstehe das nicht ganz, Captain. Sind diese Menschen unsere Feinde? Naja, Sir, es kommt ganz darauf an, wie Sie Feind definieren. Sie haben Tiag vor Gericht gestellt und wollen ihn exekutieren. Ich würde das schon feindlich nennen. Aber bis auf Tiag wurden Sie alle mit dem höchsten Respekt behandelt. Jetzt planen Sie einen Angriff auf Sie? Nein, Sir. Ich gehe mal davon aus, wenn wir Sie mit unseren Waffen bedrohen, werden Sie ihn kampflos ziehen lassen. Colonel, es ist nicht Sache der Vereinigten Staaten, sich in fremder Leute Angelegenheiten einzumischen. Seit wann, Sir? Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Colonel. Willkommen auf PX3989. Hier herrscht eine angenehme Raumtemperatur. Na dann, sehen wir uns mal um. Du bist der Anführer? Nein, das ist ich. Colonel Jack O'Neill, Kumbaya. Kumbaya? Wie auch immer. Tja, das ist also die berüchtigte SG-1. Berüchtigt, jawohl, Sir. Colonel Jack O'Neill. Ah, Colonel, hab schon eine Menge von Ihnen gehört. Glauben Sie kein Wort davon, Senator. Ich bin eigentlich ein ganz netter Kerl. Kurz gesagt, die machen unseren Laden dicht, Sir. Tja, man könnte es nicht besser ausdrücken. $1 Milliarde kostet es allein, hier Licht brennen zu lassen. Machen wir einen Bäckerladen draus. Ein Gemüsemarkt, ein Parkhaus. Darüber kann ich gar nicht lachen, Colonel. Eine Autowaschanlage? Ich möchte dir gern ein großes Geschenk bereiten. Den Verräter Tiag. Und außerdem den Menschen, der ihn begleitet hat. Überraschung! Sei still!